Ich hatte nie den Gedanken, dass ich homosexuell bin. Und jetzt wird es kompliziert. Ich habe heute Beziehungen ausschließlich zu Männern, weil ich weiß, dass ich hetero bin. Wir leben alle mit dieser besonderen Verletzbarkeit. Eine Verletzbarkeit durch den anderen. Stellt euch vor, ein Mensch, der euch völlig fremd ist, fragt euch nach 5 Minuten nach eurer Schwanzlänge oder Körbchengröße. Man spricht in diesem Zusammenhang von Sequenzialhermaphroditen. Und? Wie war ich? So stark, laut, breitbeinig und ekelhaft ungepflegt. Ich kann nur sagen, meine Seele hüpft. Er benutzte die Kamera als Mittel, um die Menschen dieses Volkes zu entdecken, zu dokumentieren. Die korsische Fischerin. Weiches, langes Deckhaar mit Unterwolle. Das Gehirn von Mann zu Frau transsexuell reagiert typisch weiblich auf visuelle, erotische Stimuli. In den letzten 14 Tagen fühlte ich mich gestört oder bedrängt durch Kreuzschmerzen, Herzklopfen, Herzrasen, Magenverstimmung, Übelkeit. Ich habe mir einen Bart gemacht, der sah ziemlich echt aus. Und als ich in den Spiegel guckte, da bin ich beinahe nach hinten umgefallen. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich sehe mein Gesicht.